Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ark Scorched Earth. Lange ist es her. Ja, so lange, dass du schon graue Haare bekommen hast. Was? Die waren vorher schon grau, wollte ich nur mal sagen, mein Guter. Was ist eigentlich eine Mütze? Schon. Ja, die habe ich in der Tasche. Ich finde die nicht so geil, muss ich sagen. Ich mag die nicht. Warum kann die nicht so cool aussehen wie deine Mütze? Ich weiß nicht, keine Ahnung, weil ich halt cool bin. Ich mag die halt nicht. So. Deswegen habe ich sie abgesetzt. Ja, wir haben hier einen ungebetenen Gast. Macht ja ganz schön Lärm, ja. Der Gute. Allerdings, wenn wir den gleich hauen sollten, dann rennen ja unsere ganzen Tiere durcheinander. Ja gut, aber dann haben sie mal ein bisschen was zu tun. Ja, die haben immer was zu tun. Ja, aber dann halt mal so richtig. Ja, wir haben keinen Plan mehr, was wir hier machen müssen oder was wir machen wollten beim letzten Mal. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, die Kettensäge ausprobiert, die ist kaputt gegangen. Die müssen wir irgendwie reparieren. Ansonsten müssen wir natürlich noch unserem tollen Gewächshaus hier weiterbauen. Ja, das sieht ja schon super aus. Haben wir irgendwie noch nicht so geschafft und eigentlich hätten wir das gar nicht so groß bauen müssen. Was hätten wir nicht? Gar nicht so groß bauen müssen, aber... Nee, eigentlich nicht, aber du hattest mir damals gesagt 3x3 und ich habe dann einfach nur ausgeführt. Ja, ist ja okay. Um dir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, das ist mir schon klar. Ja, schon klar, ne? Pass mal auf, guck mal. Wir haben auch festgestellt, dass wir unser Haus nochmal ein bisschen umdesignen müssen, weil... Mario hat das festgestellt, nicht ich. Das sieht irgendwie stulle aus, weil... Also ich finde unser Haus gar nicht so schlecht, ich weiß gar nicht, was Mario da für ein Problem hat. Sieht kacke aus. Das einzige Problem, was wir haben, dass wir halt nicht überall S-Plus-Sachen benutzt haben und dementsprechend, naja, das Abbauen... Die gab es da halt noch nicht, als wir angefangen haben mit Bauen. Ja, da gab es noch keine Adobe. Ja, keine Adobe-Sachen. So, jetzt baust du hier alles weg, oder was? Naja, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich, also jetzt können wir nämlich hier und so, also wir machen das so wie bei dem anderen auf Center, mit schrägen Dachteilen. Ach so, ja, gut, das reicht vollkommen. Ja, cool. Vollkommenst. Ich habe beim letzten Mal angefangen, hier irgendwie so ein bisschen das Außentor zu bauen. Stimmt. Allerdings, es ist auch noch nicht fertig. Ja, ich könnte ja mal ein paar Wände machen. Oder so. Wir müssen erstmal ein bisschen Rohstoff ranschaffen, glaube ich. Ja, ich guck mal kurz. Ich schau mal kurz hier. Was so los ist, Thatch haben wir. Ich glaube, ich muss erstmal, seitdem wir das letzte Mal hier gespielt haben, muss ich erstmal den ganzen Quark lernen hier, die ganzen S-Plus-Sachen. Ja, also wir haben noch ganze 4 S-Plus-Stone-Foundations, mehr aber auch nicht. Ein bisschen Thatch haben wir, Adobe Walls und so, aber die helfen ja gerade nicht. Was brauchst du denn genau? Na, wird jetzt einfach mal Stone bauen für vorne, fürs Tor, für die Mauer. Achso, da bauen wir ja keine, da bauen wir ja nur Mauern. Ganz naja, normale. Ja, also Stonewalls. Ganz normale Mauern bauen. Oui. Ich wollte ja mal gucken, wie viele Steine wir jetzt eigentlich noch haben. Moment, das kann ich ja mit Pull machen. Guten Stones. Boah, 255 nur noch. Ja, das ist nicht viel. Da fange ich jetzt gar nicht erst an. Ich würde sagen, ich mache mich mal mit unserem Dödi auf den Weg. Ja, kannst du machen. Und dann nehme ich mit. Freya als Schutz. Übrigens, kurze Info an dieser Stelle für alle, die ja die tollen Ark-Sachen oder unsere Ark-Events so cool finden. Wir finden die ja auch toll, ne? Die gibt's jetzt alle in einer extra Playlist. Da muss man sich nicht durch die ganzen Ark-Folgen graben, sondern kann jetzt bei uns auf dem Kanal einfach in die Ark-Events und Highlights-Playlist gehen. Da sind alle Events, die es jemals gab, fein säuberlich aufgereiht. Ihr könnt euch natürlich trotzdem durch alle Videos klicken, ne? Ja, also das könnt ihr natürlich machen, aber wer auf der Suche nach Events ist, ich bin gerade auf der Suche nach Lorina, ja, der ist dort auf jeden Fall gut aufgehoben. Wo ist denn die kleine Knutschkugel hin, sag mal? Hä, Lorina? Na, die Standard hat gerade rum. Ach ja, Mensch, Necki. Boah, erstmal den ganzen Quark hier lernen. Alles, was wir hier so irgendwie mal gebrauchen können. So, mal kurz den Lystro streicheln. Ja, der Kleine. Oh, da hat er gleich hier ein Würstchen hingelegt. Ja, der freut sich, der wurde lange nicht gestreichelt, der Kleine. Ja, und wir haben hier mal wieder eine Motte. Wir haben hier 1000 Motten. Was sind das für eine? Kannst du wegbowlern und umhauen. Ja, ich glaube, ich habe gerade gar keine Bowler mehr im Inventar. Moment, ich guck mal kurz. Boah, so viel Zeug zu lernen, haben wir letztens schon. Ich habe keine Bowler, dann hilft das hier nicht. Schade. Oh, Solarpanel und Dingens. Ich weiß gar nicht, ob das hier so effektiv ist, das Zeug. Oh. Also ich nehme jetzt Sky auch noch mit, ja, zum Schleppen. Jo. Ich kann da gleich mal ein bisschen mit rauskommen vor der Tür. Du kannst auch... Achso, willst du dich dann auf Freya schmeißen? Ja. Dann habe ich jetzt einfach nur Sky hinten dran. Sag mal, Motte, was ist denn hier los mit dir? Grinder. Ölpumpe. Ja, Motti, komm mal mit. Kühlschrank. Ja, wir müssen noch mal zusehen, dass wir so ein bisschen Strom rankriegen. Die guten Strömlinge. Aber wir brauchen aber noch Kristall, ne? Kristall haben wir auch nicht, oder? Boah.
kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich guck mal kurz ins Haus. Sag mal, ist das hier bewachsener als vorher? Nee, die ganzen Bäume sind nur weg. Die habe ich ja beim letzten Mal weggemacht. Okay. Alles klar, naja. Täuschend. So, Küstel. Ich muss auf jeden Fall mal so eine Knarre herstellen, so eine Pull-Knarre. Ja, ja. Ich habe auch schon eine. 560, ist ja nicht so dolle. Nee, eben. So, Freya, nehmen wir dich mit. Was sind 365 ich weiß gar nicht, Nahkampf. Läuft dann eigentlich noch dieses Halloween-Event? Nee, das ist schon weg. Ne? Das ist schon um. Ja, ist jetzt ja wirklich schon einige Tage her, oder besser gesagt Wochen, seit der letzten Scorched Earth-Folge. Oh, das war ja eigentlich auch ein Stream. Das war ja nicht eine normale aufgenommene Folge. Wobei die Bäume immer noch so bunt aussehen, ne? Ja, eben, aber ich glaube, das ist halt einfach, weil Herbst ist. Genau, ja. Das Halloween-Event haben wir leider nicht mitgenommen auf Scorched Earth. Da gab es ja lustige Skelettskins für die Jaboas und ja, so Todes-Viverns, sag ich mal. Also alles so ein bisschen gruselig. Wir haben das leider nicht gesehen. Naja, aber Halloween kommt ja wieder. Dauert nur noch ein Jahr. Ich muss jetzt wieder überlegen, wie diese komischen Mini-Kakteen aussahen, die wir letztens gefunden haben. Hier, die nicht. Nee, waren das die? Nee, das waren die nicht. Die gibt's ja gar nicht mehr, oder? Aber die, ach, die sind noch nicht respawned wahrscheinlich. Die sind noch nicht, genau. Ja, und für alle, die sich fragen, warum das nicht wieder respawned ist, wir starten diesen Scorched Earth Server nur, wenn wir aufnehmen. Der läuft sonst nicht. Deswegen brauchen wir noch keine Angst haben, dass irgendwelche Tierchen verhungern oder so in der Zeit, wo wir nicht aufnehmen. Das passiert nicht. So, pass mal schön auf die Elementare auf, ne? Ach ja, die hab ich ganz vergessen. Ja, das ist mir klar, dass du die vergessen hast. Na klar, hast. Ist das klar. Ja, ey, Sky, komm, mach mal Platz. Ey, Sky, komm mal runter. Sky? Was ist denn hier? Ach so, okay. Ey, Sky, was ist denn jetzt dein Problem? So. Sky will nicht. Sky will einfach nicht. Mal kurz Dorina ausladen. Ich ja, aber Dorina kann schon eine Menge tragen. Ich geh mal ein bisschen Zeug organisieren, so Fleisch und so. Jo. Natürlich bin ich zu weit weg. Na klar. Ah, Zentimeter ranrutschen. Ja, Dorina, du bist immer noch einsam, ne? Dorina hat immer noch keinen neuen Freund. Ja, das stimmt allerdings. Aber wir hatten ja eigentlich letztens irgendwann mal so einen entdeckt. Ja, müssen Level wir halt nur mal 100 holen. Irgendwas, keine Ahnung, ja. Glaube ich. Irgendwann kümmern wir uns darum. Ich guck mal kurz, was hier so rumrennt. 44, 16. Egal, Nimimus, alte Schlüpfer. So. Die nächsten Steine, aber ich glaube, hier sind gar keine Elementare. Hier so weit unten. Nee, hier hinter dir sind auch noch Steine ohne Ende. Ja, ich gras jetzt einfach mal. Diesen Felsenbrocken. So, da, ja. Gras ich auch gleich noch mit ab. Ja, doch, ich glaube, hier oben liegt ein Elementar. Echt? Na, ich guck mal kurz. Ist gerade mit Canetto unterwegs. Ja, da oben ist eins, 28er. Müssen wir uns irgendwann auch mal rantrauend umlegen? Ich will ja, mal so die, Elementar die wir, umlegen. Die müssen wir aber mit dem Raketenwerfer mal zähmen. Ja, dann müssen wir mal langsam in die Richtung Raketenwerfer bauen. Na, welches Level braucht man denn dafür? Oder hast du das schon? Ich weiß gar nicht. Guck gleich mal. Ich glaube, es war gar nicht so hoch, das Level. Okay. Umso besser. Mein Handy hat gerade gepiept. Ja, Mario wieder und sein leerer Akku. Das kennen wir schon. Das kenne ich auch aus meiner einen Aufnahme. Was habe ich denn damals gespielt? Ich weiß nicht. Es hat gepiept. Ich glaube, das war eine The Room-Aufnahme oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich piepte auch Marios Telefon. Natürlich. Wessen denn sonst? Ja, deins. Nee, mein Telefon macht solche komischen Scherze nicht. Stirb, ja. Elendiges Paratierchen. Das hat dir doch gar nichts getan. Das stand hier rum. Das hat Fleisch. Sky, Mann, bleib doch einfach mal. Ach, Sky. Bisschen näher ran. Ja, unser hier. Unterfangen mit dem Tabechara, das ist ja irgendwie so ein bisschen, naja, ich sag mal so, unter keinem guten Stern gewesen bisher, um es mal höflich auszudrücken. Irgendwie nicht, nee. Wir werden es auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen, aber das dauert noch ein Eckchen. Das stimmt. Ach ja, und noch eine Sache, die mir einfällt. Ja. Das hatte ich gestern schon im Stream angesprochen und heute dann hier auch nochmal. Es kam der Wunsch nach einem Best of Annie Fails. Und da unsere Bitte
wir finden die Idee ja auch geil, aber wir haben mittlerweile ja so viele Folgen und boah, ich bin schon wieder so verwirrt, dass ich die Steine aus Durina wieder in Durina reinpacke. Ja, auf jeden Fall kam dieser Wunsch nach den Anni-Fails und da möchten wir euch einfach mal bitten, dass ihr uns ein bisschen unter die Arme greift und einfach in die Kommentare unter den aktuellen Videos mal reinschreibt, wenn ihr Folgen im Kopf habt, bei denen halt so ein Fail stattgefunden hat. Also gerne auch wirklich mit der Minutenangabe, denn wir schaffen das nicht, über 500 ARC-Folgen durchzugucken und dann nochmal zu schauen, oh, wann gab es denn da mal so ein Fail von meiner Seite und wann nicht. Also es wäre wirklich cool, wenn ihr sowas sehen wollt, wenn ihr uns dann auch so ein bisschen helft. Also alleine kriegen wir das halt wirklich nicht hin. Ein paar Infos haben wir schon gekriegt, haben auch schon gut gelacht, was da wieder mal so vorkam. Man vergisst ja doch einiges. Aber es wäre richtig cool, wenn auch ihr dann einfach mal in euch geht, wenn euch da Situationen im Kopf geblieben sind, wo ich mal wieder voll meine beste Seite habe raushängen lassen. Ja, und ständig, eigentlich jede Folge. Ständig. Ja, das Problem ist halt, ich faile seit der ersten Folge. Und das ist halt aber trotzdem schwierig zu sagen, was davon jetzt wirklich so als Best-of zählt. Das ist aber schon eine Selbsterkenntnis. Na klar. Des Wahnsinns. Ich kann es ja, das war die ultimative Selbsterkenntnis des Wahnsinns. Ich kann es ja nicht verbergen, es ist halt einfach so. Erst gestern im Stream wieder die Leute, die es mitgekriegt haben. Da war wieder so eine Situation bei, naja, ich will es gar nicht wieder erwähnen. Ich will es einfach nicht erwähnen. Das war. Einfach angucken. Ja. Das sagt schon alles. Es ist halt echt ein bisschen traurig. Aber das mache ich immer verschreckt. Wir haben jetzt genügend Steine gleich. Und Holz haben wir wahrscheinlich noch, ne? Ja, ein bisschen Holz haben wir noch, aber auch nicht viel. Vielleicht 500 oder so in der Smithy. In der anderen. Ich muss mir mal so eine Knarre bauen, ey. Oder? Ach nee, das ist ja die S-Plus-Smithy. Wir haben nicht so viel, oder? Ach, da, guck mal. Ohne Zahn hat ja noch. Okay. Ja, ohne Zahn habe ich jetzt nicht reingeguckt. Pull Resources, hol mal kurz Wut ran. Ich glaube, alles raus. Pull. Immer raus damit. Mal ohne Zahn ausgeladen. So. Oh, verdammt, ich habe Sky schon übrigens, überladen. Übrigens, unser Mod hier, also es ging ja letztens nicht mit dem Server. Und das war der RP-Decor-Mod. Der geht jetzt allerdings wieder, aber den habe ich jetzt noch nicht wieder installiert. Und da sind ein paar Sachen verschwunden. Das Buch ist nämlich weg. Das coole Buch, das geht das so coole nicht. Das Buch ist weg. Und ich hoffe, Durina kann mal kurz ohne mich überleben. Ich glaube, der Thron draußen, der war ja auch vom RPT-Core, der ist auch weg. Der Trog? Der Thron. Ach, der Thron. Der Schädelthron. Der schöne Balkonstuhl. Der schöne Balkonstuhl, ja. Na toll. So. Achso, brauche ich eigentlich gar nicht so weit ausladen. Ich pack das hier mal. So, warte mal, ich guck mal, was so eine Knarre kostet. Ach, scheiße. Ach, Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Schade. Ach, ist geil. Ich wollte dir nur beim Fliegen zugucken. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, das ist schön, ne? Dass du Dorina da vorne hast. Ja, habe ich doch gesagt, dass die mal kurz alleine da bleiben muss. Ja, mal kurz alleine. So, ich baue mal so eine Knarre. Wie heißen die Scheißdinger denn eigentlich? Ach, hier. Alles klar. Pistol, irgendwas. Naja, Repair Gun brauche ich nicht. So. Turret. Transparency. Ich schaff's wahrscheinlich. Ich bin schnell. Den nehme ich mal. Mach mal. Da ist ja nichts Garstiges. Hoffe ich. Und draußen vor der Tür ist halt auch schon wieder Party. Ja, irgendwie. Typisch Wochenende. Typisch Sonntag. Da geht's draußen wieder ab. Sky, jetzt hier. Achso. Nee, kann ich nicht mal irgendwas reparieren, Mann. Was ist denn das für ein Elend? Was, ein Pferd alles oder was? Bisschen noch Bonus im Dings, ne? Ja, umso besser. Fehlt hier schon wieder. Metall. Metall. Ja, mit dem Fleisch. Ich glaube, wir haben gar kein Metall mehr, kann das sein? Doch, da war Metall in der Smithy. Aber nicht viel. Metal Ingots, 52. Naja, nicht viel, sag ich ja. Wir haben nichts mit, das ist alles. Mann! Komm, aber vielleicht haben wir noch, warte mal, haben wir noch ganz normales Metall? Was hab ich denn hier noch drin, was so schwer ist, sag mal? 10. Oh, das Kanu-Ei. Ich glaube, ich muss gleich mal lostingeln hier, Metall holen. Mach mal. Das geht ja so nicht, kann ich mal irgendwie meine Armbrust reparieren. So geht das nicht. Sag mal, Kühlschrank hatten wir? Nein, wir hatten keinen Kühlschrank. Gott, ey, Hilfe, das ist so lange her. Wer kriegt denn jetzt das Ei? Wem drücke ich denn das mal kurz? Nein. Gib es irgendwem ins Inventar. Ich vergesse das eh wieder. Liegt jetzt bei Molly drin. Was ist denn hier noch so schwer? Ist ja hier so zwei, die Pfeile, das geht. Wir haben ja nichts, wir hatten ja nichts. So, ich guck mal ganz kurz. Munition haben wir auch schon ein bisschen was gebaut. Sehr schön. Trank Darts haben wir schon. Mensch, wir sind gar nicht so schlecht dabei. Ja, läuft schon. Ich habe ja nichts. So, Sky, wir müssen zurück. Nicht, dass Durina da vorne irgendein Abenteuer erlebt, was sie gar nicht erleben will. Naja, das stimmt.
So, haben wir zufälligerweise eigentlich schon irgendwie ein Blueprint für eine Pickaxe? Nee, gar nichts an Blueprints, das ist für eine Elend. Haben wir nicht irgendwie mal was gefunden? Nee, ich habe nur eine normale. Ich habe auch nur eine. Ich war mal irgendwie der Meinung, dass Sky auch mehr tragen kann. Ja, das ist, wie gesagt, die Einstellung ist ja so. Ach so, shit, ja. Es hat sich alles wieder resettet. Ach, komm. Sky, ein Zentimeter ran. Plumps. So, eigentlich brauche ich die Fackel wahrscheinlich nicht, aber ich, wäre echt geil, wenn ich es mal reparieren würde. So, die Pickaxe nehme ich auch mit. Mhm. Dann gehe ich mal irgendwie so ein bisschen Metall schlagen. Schaffst du das alleine? Die Frage ist natürlich, wen nehme ich mit? Hier kann ja keiner genug tragen. Ja, ich kann auch gleich, ich kann dir auch Sky geben. Ja. Okay, ein bisschen geht noch. Ich kann dir Sky geben und zieh dann einfach mit Dorina los und guck mal, wer noch ein bisschen was tragen kann. Weil ich bin ja hier eher am Boden. Dann nimmst du Kano mit hier. Ja, irgendwas. Der kann, glaube ich, auch ein bisschen was tragen. Ich guck mal ganz kurz, was er tragen kann. Ja, auch nicht dolle, 444. Na, Sky hat jetzt gerade 754, ist schon mehr. Mann, dieses Paracetamol-Tierchen steht hier auch die ganze Zeit noch rum. Ich weiß nicht, was kann denn Molly tragen? Na, 500 irgendwas, aber Molly ist jetzt auch nicht gerade so... Das Verteidigungstier. Ja. Ich kann auch nicht viel tragen. Ach, Mann. Dann musst du halt regelmäßig hin und zurück. Ja, ist ja auch okay. Ich habe ja jetzt schon wieder ein paar Steine gesammelt, die reichen allerdings nicht. Wo ist denn Sky? Steht jetzt hier wieder bei den Schränken. Ach, da. Kannst du dir gleich mitnehmen, die Gute. Die hat noch ein bisschen Gammelfleisch. Warte, das klaue ich gleich mal, weil ich stelle dann noch nebenher ein paar Narcotics her. Brauche ja Level. Wie immer. Okay, kannst du Sky nehmen? Nee, ich muss mal kurz ein bisschen Fleisch reinpacken. Haben wir noch Narcoberries irgendwo? Bei Molly, glaube ich. Okay. Gerade Mörser und Stößel gesucht. Das ist erstmal wieder eine Umgewöhnung, hier nicht auf The Center zu spielen gerade. Weil wir haben in letzter Zeit ja wirklich nur auf The Center gespielt. Aber ja, so ein bisschen habe ich unsere Tierchen ja schon vermisst. Ja, die kleinen, die uns auch auf jeden Fall. Die Jaboas und die uns auch auf jeden Fall. So, Molly hat ganze 30 Narcoberries. Der ja, Wahnsinn! Du musst ein bisschen was sammeln gehen, ist ja nicht das Problem. Einfach kurz vor die Tür und dann geht es los. So, und willst du den Jaboa mitnehmen, wegen Warnung und so? Nö, du kannst mir einfach eine Info geben. Ich soll dir eine Info geben. Kann ich machen. So. Gammelfleisch. Hast du ein bisschen Preserving Salt mit? Nee, habe ich nicht. Willst du was haben oder nicht? Ah nee, bist jetzt eh schon weg. Ja, ich bin ja nicht so weit weg. Was ist das? Dann brauchst du eh Gammelfleisch oder nicht? Ja, ja, brauche ich. Aber so, kannst du einem Kano vielleicht mal noch ein bisschen was geben. Ja, ja, ja. Oh, okay. Warte mal, der hat ja 100 Gammelfleisch hier. Da doch noch mehr. Ja, oh krass. Ja, aber lohnt sich jetzt ja noch gar nicht. Ich nehme jetzt trotzdem den Kano mit für... den Ausflug in Dorina. Und so viele Prokoptodons hier wieder. Prokoptohyps. Ja. Und ein Gallimimus. So, Dorina, meine Kleine. Komm, wir machen doch noch ein paar Steine klar. Ich kriege auch schon wieder alles raus, nur kein Metall. So gefühlt. Das Übliche. Dum, 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 dum. Ich glaube, ich habe einen großen Metallbrocken erwischt, der leuchtet auch schon so schön. Ah. Hört gar nicht auf. Ich wäre dafür, dass wir noch ein paar Airdrops abfarmen gehen dann demnächst. Airdrops, ne? Wir können ja mal mit dem Tabajara losdüsen. Ja. Das könnten wir wirklich machen. Denn so ein paar nette Blueprints für Waffen oder für Werkzeuge hätte was. Man kommt ja hier einfach nicht so flott voran. Na, wir haben ja jetzt auch langsam das entsprechende Level, dass man auch die großen Airdrops aufbekommt. Welches Level hast du denn eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich bin 73 gerade. Ich bin 72. Immer noch episch, dass Mario hinter mir hängt. Ja, du cheatest ja auch. Ich cheate nicht. Hallo? Doch, du cheatest. Wie denn? Eindeutig. Ich weiß noch nicht, wie du gecheatet hast. Ja, toll. Ich kam ja überhaupt nicht auf den Server. Kein Zugang hier. Ja, siehst du? Damit ich leveln kann. Ein Jaboa da vorne und ein Lystro. Oh, bei euch ist die Welt noch in Ordnung. Ja, da warst du noch nicht. Was? Hallo? So schlimm bin ich nur auch nicht. Gleich mal umladen. Sorry, Dorina, deine Bärchen darfst du behalten. Okay. Wir brauchen echt mal einen Ankühler, das geht hier scheiße, so nicht. Ey. Der Kano ist, glaube ich, wirklich schon voll. Ja, der kann ja nur 400 irgendwas tragen. Der kann wirklich gar nichts hier. Kanetto. Muss mal ernsthaft reden. Wir brauchen mal einen Ankühler.
Wir brauchen Ankylo. Ja, vielleicht finde ich ja irgendwie zwischendurch mal was. Hatten wir nicht letztens einen entdeckt, den wir haben wollten? Und auch ein 120er Dödi? Möglich, aber ich weiß nicht. Ist mir schön über den Lystro gelatscht. Toll, siehst du, kaum ist Anni da. Ja, ja, geht schon wieder los hier. Geht schon wieder los. Weiß ja nicht, ob hier irgendwie was rumlatscht an Ankylo. Stunden später. Stuge immer noch auf den Stein, beziehungsweise auf den Metallbrocken. Ja, so ist es halt. War immer noch nicht fertig. Alter, wie kommt ich nach oben? Ich roll mal zurück. Ja, hier, also ein Ankylo hätte echt sowas, ne? Na, hast du da welche bei dir oder nicht? Ich guck gleich mal. So ein bisschen Sand nehme ich auch gleich mit hier. Wahnsinn, endlich fertig. Aus zwei Metallbrocken habe ich jetzt schon, hier, 144. Also ich würde dann nochmal eine ganze Menge 244, S plus... Entschuldigung. Wie viel? 244, ich habe 100 unterschlagen. Achso, ja, noch so ein bisschen Sand sammeln und Adobe Walls und so bauen, also die ganzen Lehmstrukturen, denn wenn wir wirklich die Hütte nochmal abreißen müssen, ja, oder umbauen müssen, abreißen klingt so hart, aber wahrscheinlich läuft es direkt darauf hinaus. Ja, ja. Weil wir wollen ja keine Strukturen verwenden, die... Oh nein, ich habe aus Versehen den Morella-Tops angehauen. Canetto, zeig bitte, was du kannst. Wo ist denn jetzt der... Hä? Wo ist er denn hin? Ach, der ist abgehauen. Boah, jetzt hab ich hier... Nein, der rennt bei uns in die Hütte. Ist doch egal. Ist da, ach so, das andere Tor ist zu, ne? Ja, der passt aber nicht durch. Besser ist auch. Aber ach, hier so, nach Dings wollte ich gucken. Nach Dings? Hier ist dann, guck mal, hier ist ein 116er Ankylo. Den können wir da gleich nehmen. Ja. Soll ich vorbeikommen? Ja. Müssen wir nur mal kurz so ein bisschen antüdeln, anponken. Ja. Sehr so. Schön. Sind wir doch beide wieder da. Ein bisschen Metall habe ich am Start. Weil der Vorteil ist nämlich auch, wir haben ja noch die Höhle mit den Kristallen. Da können wir auch ganz viele Kristalle sammeln und so. Und nein. Mann. Was machst du denn? Drück doch mal T. Oh, ja. Du bist viel zu langsam. Ich bin wirklich zu langsam. Ich weiß, dass ihr beide euch lieb habt. Ich hole die jetzt nach und nach hier rein. So, Metall. Haben wir. Hey. Was ist denn? Ich hab doch gerade... Ob ich hier gerade das Metall hin... Boah. Ach, hier rein. Hä? Okay. Ach, ich bin ja auch wieder... Was denn? Nee, ach. Alles in Ordnung? Alles cool, ja, alles bei dir? Ja, alles cool, alles super. Was hast du gemacht? Nichts. Ja, das ist mir klar. Ja, aber... ja. Nein, alles gut. Ich hab das nur gerade wieder mal voll verpeilt mit dem Hinterherlatschen und Hinlatschen und was auch immer für Latschen. Badelatschen. Auf jeden Fall die Badelatschen. Oh Mann, da war was in deinem Kaffee, ey. Ich hatte doch erst einen halben Kaffee. Ich habe noch nicht mal meinen Kaffee ausgewogen. Ja, mach mal. Schluck Kaffee trinken. Nimm mal einen großen Schluck. Vom guten Kaffee. Ich sehe gerade, meine Klamotten haben nur noch so ein Pixel-Lebenspunkt hier. Na, schaffe ich es, diese Motte zu essen? Natürlich nicht. Ich muss mal kurz meine Klamotten reparieren. Die fallen mir beim nächsten Schlag fallen mir vom Körper. Mach mal. Na, Canetto, wir müssen noch ein bisschen zielen üben. Da ist das Tor. Der macht nur das, was du sagst. Ich weiß. Wenn du gegen die Mauer rennst, rennt er gegen die Mauer. Da kann er nichts dafür. Ich mach mal die Luke zu hier. Nicht, dass noch was Garstiges reinkommt. Lad mal kurz aus. Das ist auch kein S+, ne? Kein S+-Tor. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir müssen mal noch so ein bisschen was austauschen, glaube ich. Ja, wir wollen generell alles in S+ machen, was man in S+ machen kann. Und hier trampelt schon wieder. Das ist bestimmt wieder das Paratierchen, oder? Nee? Wer macht denn hier Krach? Hallo? Ja doch, das Paratierchen. Das... Hat sich das gerade bewegt? Na, wenn sich das so kurz, wenn das kurz einen Fuß hebt, dann reicht das schon. Warum hängt das eigentlich da fest, ey? Ich weiß nicht. Weil das hing gerade am Raptor. Weil die Palme hier... Boah, du dummes Tier, ey. Ja, ist egal, lass es stehen. Wenn wir das jetzt anhauen, dann... Ja, ich weiß, dann ist alles hier durcheinander. Eskalation. Gib mir deine Steine. Wenn du die Tiere wieder dann einparken möchtest, dann kannst du es gerne machen. Dann ist es weg. Also ich mach das gerne, aber wir wollten jetzt eigentlich irgendwie zum Ankylo. Ne, das können wir gleich machen. Wo haben wir denn? Ach, hier ist das Lagerfeuer. Wir können unser Lagerfeuer gesucht. So. Da ist immer noch Fleisch drin. Ab geht's, ich beiß jetzt das Paratierchen. Ja, mach mal.
Komm. Ja, los, alle rauf und dann ist es gleich down hier. Ist ja nur Level 60. Wahrscheinlich gehen gleich alle Schränke kaputt. Nee. Super. Und da liegt's. Alles durcheinander gewürfelt. Macht ja nix. Ich hau mal so ein bisschen Gammelfleisch in die Dings hier. Ja, mach mal. So, Jungs und Mädels. Jetzt muss ich euch erstmal wieder hier herrichten. Ich weiß gar nicht, wie viel verbrauchen wir für so ein Dings hier. So ein Dings? Ankühle 116. Kann ich spontan nicht sagen. Reaper. Ich repariere erstmal die Knarre und dann können wir. Wem folgst du denn? Following ohne Zahn. Ja, das war noch von der Dings hier, von der Polonaise, wollte ich gerade sagen. So. Von der Karawane. Na, von der Polonaise, das finde ich gut. Polonaise klingt viel lustiger. Na, Spaghetti Polonaise. Mhm. Was ist denn heute los, aber? Mario ist heute irgendwie schräg drauf. Wieso? Weiß gar nicht warum. Wieso bin ich denn schräg drauf? Ich weiß noch nicht. Ich weiß gerade nicht, worauf ich unseren Skorpion-Skiller ein bisschen auf Geschwindigkeit. Dann können wir mit denen irgendwann mal ganz krass abkrabbeln. Nee. Dann kriegt er Damage Schaden. Oder so. Damage. Brauchen wir da eigentlich auch noch einen Stall? Wir bauen für alle noch einen Stall. Das Problem ist, wir müssen halt mal irgendwie vorankommen. Wir haben noch nicht mal für uns eine Hütte. Naja, doch, haben wir. Aber dir gefällt sie ja wieder mal nicht. Nee, das ist hier keine Hütte. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Du bist ja wieder drauf. So, hier auch noch ein bisschen Schaden. So, Preserving Salts haben wir hier drüben noch, ne? Ja, wir können auch noch ein bisschen was herstellen. Machen wir ein bisschen was. Molly, komm mit. Ja, ein Dings hier ist schon S+, die anderen nicht. Ja, ich habe halt so gemischt gebaut. Nein, das ist blöd. Naja, wir hatten vorher halt nichts. Denkst du, ich habe das alles abgerissen? Ja. Nee? Denkst du hin, sag mal. Na, kannst du dann schon mal einen Angriff nehmen. Ja, kann aber erstmal machen wir den Ankylo. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss er braucht. Na, was ist hier? Raptor-Ei, Mensch. So, Adrian, hallo, hat ein Ei gelegt. Wer? Adrian. Adrian! Mit Rocky. Ihr kleinen Schlingel. Da guckt man einmal nicht hin. Und dann sowas. Und dann sowas. So, warum habe ich eigentlich einen Fallschirm in der Tasche? Ach so, das war ja noch von unserer Tabichara-Jagd. Ah, ja, die erfolgreiche, ehrlich. Die war ja so gut. So, jo. Dann gehe ich mal hoch, ja? Ja, mach mal. So, Rudi. Oder nicht, dass Adrian dieses Ei mit Rudi gemacht hat. Nee, ich glaube nicht. Naja. Man guckt einfach Rocky, nicht hin. Da hätte Rocky was dagegen. Ja, sagst du. Wir brauchen hier noch so Rudi war zuerst. Wir brauchen hier noch einen Ausgang. Das ist eine Katastrophe hier. Aber wirklich. Wahrscheinlich werde ich gleich gefressen, wenn ich hier hochkomme oder so, denn hier ein garstiges Getier rum. Mhm. So, alle irgendwo eingeparkt. Wo ist denn der Ankylo? Hallo, Ankylo. Okay, das geht. Ich glaube, da vorne rennt er rum. Ich habe eigentlich alles gekillt, was hier rumrennt. Mit wem bist du jetzt hin? Mit mir. Nur mit dir? Nur mit mir. Oha. Also irgendwo in der Nähe ist er, sagst du, ja? Naja, der ist hier, also hier, da ist die Base, da, wenn du kurz guckst. Ich guck da ist dir. Die Base und da ist ja ein Kilo. Okay. Also da drüben. Und hast du jetzt genug Narko-Zeugs mit? Na, ich habe jetzt erstmal die Trank Darts, die 30 Stück, die wir haben. Und ansonsten kannst du gucken, ob wir noch neue bauen können. Okay. Aber, ja, oh, gut, Alter, dann kümmere dich mal kurz drum und dann... Oh mein Gott, hallo Argentavis. Was machst du denn hier? Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ist halt die Frage, brauchst du jetzt Hilfe oder kriegst du den alleine? Nee, der ist gerade schon abgedreht. Okay. Ja, ich guck nochmal wegen den Trank Darts, ja? Ja. Huch, erschreck mich doch nicht so. Was wir da noch brauchen. Level 20, der wird aber gleich in der Base runterkommen. Nehme ich jetzt. Ach Quatsch. Doch, da ist er. So, und draußen geht's wieder los. Der ist in der Base. Was? Der ist in der... An den Schränken. Der macht die Schränke kaputt. Mann. Oh, und alle rennen rauf. Kano, komm mal. Los, jetzt. Ich komme hier nicht. Ja, Sky geht gerade in die Luft. Du musst dich mal um Sky kümmern. Ja, ich komme da nicht. Nein, Mann, rennt doch bitte nicht in die Spikes. Kannst du nicht mal wieder auf Passiv pfeifen, sag mal? Ja, würde ich machen. Ich kenne immer den Befehl dafür nicht. Das ist immer das Problem. Benutzt das mal so ein bisschen. Oh, das ist bei mir gar nicht zugewiesen. Das ist ja super. Machen wir jetzt mal kurz hier. Okay. Na, das ist ja super. Alle passiv und ja. Das ist ja eine schöne Sache gewesen gerade.
Mann, ey. Wenn wir dich einmal mit den Kindern zu Hause wieso lässt, mich? Du hast den Agentavis hierher gelockt. Ja, du musst mal aufpassen. Du bist hier der Profi. Ich muss ja gucken, ob du deinen elterlichen Pflichten nachkommst. Sky, komm jetzt mit. Sky, meine elterlichen Pflichten? Dann machst du hier so einen Terror. Ey, dieses blöde Morellatops-Ding da unten. Und hier ist der tote Agentavis. Besser ist auch. Mann, Mann, Mann. Ich hab die gerade hier aufgeräumt. Naja, jetzt sind sie alle passiv, ja. Aber ich will die gar nicht alle passiv lassen. Du musst ja nicht alle machen, aber zumindest die Tiere, Sky, die nicht rumrollen sollen. Sky, kommst du jetzt mal runter, oder was? Sky? Was ist denn heute wieder draußen vor der Tür los? Also ignoriert die Krankenwagen. Wir wissen nicht, was da wieder los ist. Oh, Mann. So. Die stehen. Aber ich glaube, die Spikes machen keinen Schaden. Kann das sein? Na, nicht an eigenen Tieren. Also schon, aber nicht so viel, meine ich. Ja, gefühlt irgendwie gar nichts. Also, Dorina grunzt zwar, aber da kommt keine Schadenzahl. Was auch immer da schon wieder mit den Spikes los ist. So, Jungs und Mädels. So, alle, kannst du jetzt zurück mal umfallen hier, sag mal, Freundchen? Ich will noch nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht mal so versehentlich so Morellatops anschieße, weil hier rennt ein paar rum. Ach, er liegt. Alles klar. Na cool. Geht doch. So, den müssen wir jetzt hier noch 5 Stunden mit Dings füttern. Naja, das machen wir schon noch. So, ohne Zahn kommen wir zurück. Und wieso kann eigentlich Canetto durch die Spikes durchrennen? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das machen die anderen ja auch ab und zu mal. Reicht das hier mit dem Trog? Ja. So, mein kleiner Ximerius, kommst du mal bitte mit. Aber da rennen sie wirklich alle hin. Alle. Todesmutig bin ich hier über die Dings gesprungen. Du Held. Über die Spikes. Wirklich. So. Dass du dich traust. Du hast ja Unordnung reingebracht. Ich habe ja gar nichts gemacht. Ximerius, jetzt komm. Mann, das dauert. Ja, Kleiner. Jetzt. Fein. Tut mir leid, Freya, aber wir müssen dich irgendwie rauskriegen hier. So. Ja, ging das? Ja, Freya habe ich gerade ausgeparkt. Warte mal, den nehme ich gleich mit, den Kanu. Ja, ich kann doch hier selber. Nee, den nehme ich gleich mit, den Kanu. Als Schutz. Gut.